Hallo, hier ist Marius. Ich und mein Cousin Raphael. Glubscher her. Wir machen gerade eine kleine Schwarzwaldtour. Wir fangen oben im Norden an, von Karlsruhe. Und ja, wir zeigen euch jetzt ein kleines Feuertutorial. Wir sind hier in einem leeren Bach, Bach, Fluss. genau, nee, Bach, Fluss ist nicht, in einem leeren Bach. Wir sind vorhin dort hinten über, ach, wie heißt es? Das ist ein halber Fluss, der ist wesentlich größer. Ein Sind wir großer auf Bach. jeden Fall, ja, sind wir über einen großen Bach. Wir sind pitschnass bis zu den Knie. Jetzt müssen wir unsere Sachen trocknen. Wir haben ein paar Würstchen mit, betreff Tierschutz. Das ganze Sache. Ja, Kartoffeln haben wir von dem Bauer geklaut. Also geklaut. Die lagen wahrscheinlich noch nicht lang. Die sind auf jeden Fall noch gut. So, hier eine etwas größere. Kopfvergleich. Ne, hier unten ist ein bisschen schlecht. Das schneidet man Also. weg. Wir zeigen euch jetzt erstmal ein Feuertutorial, wie man ja, mit Magnesiumstab etc. Feuer macht. So, was machst du jetzt? Erklär. Was? Zunder, kleines Holz, damit es schnell Feuer fängt. Ich hoffe, das sieht man gut in der Kamera, wenn du Sonne. Und Ja, was jetzt weiß ich. probieren wir das. Geht ziemlich schnell. Oh, es ging ja jetzt. Ziemlich. Wenn zur Not auch noch Watte, Abschmink, Scheißdreck dabei. Brennt auch eins ab. Pusten natürlich nicht vergessen, logisch. Wir benutzen so einen, Moment, den trage ich um Hals. Ein Magnesiumstab. Hier mit Feuerstarter. Was haben wir denn als Zunder benutzt? So Das weiß Teichpflanzen, ihr kennt doch jeder die Kacknödel. ich nicht. Die Kacknödel. Ja, also gibt es die dunklen, wo aussehen wie ausgespießte Scheißhaufen. Und so ähnliche gibt es auch, die sind oben flauschig. Und sowas haben wir vorhin an dem Tümpel bzw. Teich, Tümpel, Moor, was weiß ich was, was alles für Unterordnungen gibt. Gefunden. Gefunden, abgezupft hast die, Gepflückt, abgerissen. gesammelt. Genau, gesammelt. Haben sie die ganze Zeit in der Hose jetzt getragen, wie ich die Kartoffel. So, jetzt brennt's. Hat zwar etwas länger gedauert, wie geplant, aber es brennt wenigstens. Okay, der kleine Penner guckt in jeden Müll. Ja, ansonsten geht's los. Also, hoffen wir, dass die Nacht reicht. Boah. Hört sich so an. Nun brennt es länger. Das nennt man Flammen. Auch ein bisschen warm. Aber nur ein bisschen. Können wärmer sein. Und deutlich größer. Das will keiner sehen. Doch, hat er recht.